Mein Name ist Mustafa Yildirim, ich bin 48 Jahre alt, wohne in Rüsselsheim. Ich habe vor 24 Jahren angefangen, bei den Stadtwerken als Busfahrer zu arbeiten. Mittlerweile arbeite ich als Verkehrsmeister. Aber aus dem Fahrdienst bin ich ja nicht ausgestiegen, weil ich gelegentlich noch Bus fahre. Der Verkehrsmeister tut eigentlich den Fahrdienst überwachen, damit die Busse störungsfrei fahren. Sollte was sein, melden sich die Fahrer beim Verkehrsmeister, dann muss der Verkehrsmeister halt reagieren. Es sei denn Störung am Bus oder Probleme mit den Fahrgästen, da muss der Verkehrsmeister dann halt reagieren. Vor der Corona war eigentlich alles viel bunter, sage ich mal, ja. Der Kontakt zum Fahrgästen war da. Die konnten ja vorne einsteigen. Man könnte sich in Ruhe begrüßen, auch mal ein paar Wörter wechseln. Seit dem Corona ist es nicht mehr möglich. Also das fehlt irgendwie schon. Mit der Zeit hat man damit gelernt, mit das Virus zu leben, sage ich mal. Am Anfang war es halt so, man müsste sich öfter mal die Hände desinfizieren. Ob man das wollte oder nicht, das war so eine Reaktionssache, sage ich mal. Wenn man irgendwas berührt hat, wollte man sich sofort wieder die Hände desinfizieren. So, das war leider nicht schön, muss ich sagen. Ja. Ja, diesen Angst hat man immer gehabt, ja, hat man immer noch. Also da wir mit so vielen Menschen Kontakt haben, sind wir eigentlich eine Risikogruppe, sage ich mal, ja. Und diese Angst hat man immer im Hinterkopf, ja, dass man sich ansteckt, mit nach Hause nimmt, die Familie ansteckt, ja. Diese Angst hat man gehabt und hat man immer noch. Also in der Regel haben die Fahrgäste immer eine Maske dabei gehabt, ja. Die haben aber nicht angezogen, ja. Erst nach dem Auffordern haben die Maske angehabt. Ansonsten, wir haben in den Bussen so eine Corona-Anzeige installiert gehabt, wo der Fahrer betätigen müsste. Da kommt ein automatisches Ton, dass man sich und die anderen Fahrgäste, um die sich zu schützen, auf die Hygienemaßnahmen achten sollte, ja. Und Masken halt richtig tragen sollten. Das könnte der Busfahrer öfter mal laufen lassen oder musste öfter mal laufen lassen, damit die Fahrgäste sich mal auch mal einigermaßen daran gehalten haben. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte verteilen Sie sich im Fahrzeug und achten Sie auf einen ausreichenden Mindestabstand zu anderen Fahrgästen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Bus sowie an Haltestellen ist Pflicht. Vielen Dank. Bitte bleiben Sie gesund. Das hat funktioniert dann, ja. Es ist so, die Beschwerden gehen eigentlich über unser Kundenzentrum rein. Die werden an uns weitergeleitet und wir bearbeiten die. Wir müssen uns die Fahrer mal anhören. Im Notfall müssen wir in dem Videoüberwachung gucken, ob das stimmt oder nicht, ja. Es gab öfter Beschwerden, dass viele Fahrgäste ohne Maske eingestiegen sind und der Busfahrer hätte nichts gesagt und nichts reagiert. Also es gab öfter leider am Anfang viele Beschwerden, ja. Gut, in dem Moment hat der Busfahrer versucht, es zu schlichten, aber die Polizei ist gekommen, dann musste der Fahrgast, der ohne Maske im Bus war, aussteigen und laufen halt, ja. Und das kostet halt Zeit und der Busfahrer muss halt immer fahren, um seinen Fahrplan einzuhalten. Ja. Und wie gesagt, das kostet halt Zeit und Nerven, sage ich mal. Ja. Es war so, es kamen viele ältere Menschen haben angerufen und wollten wissen, wie sie denn ihren Ticket zahlen müssen, weil nicht jeder kann ja online oder per Handy-Ticket bezahlen. Ja. Daraufhin, die Idee war von einer alten Dame, so Spendedosen aufzuhängen. Mein Chef hat es umgesetzt. Die Aktion war
erfolgreicher als erwartet. Ja. Und die Dosen hingen circa einen Monat in den Bussen. Ja. Wie gesagt, also hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja. Und die Menschen, die älteren Menschen haben auch einen guten Gewissen gehabt beim Busfahren, sage ich mal. Ja. Weil, wie gesagt, viele ältere Menschen haben angerufen und haben gefragt, wie sie jetzt ein Ticket zahlen müssen und so. Ja. Mit der Dose war einfach eine Lösung für die älteren Menschen. Ja. Und die konnten mit gutem Gewissen mit dem Bus fahren. Aber man hat dafür halt keinen Fahrschein bekommen. Das war halt der Unterschied. Ja. Und es waren öfter mal auch 5-Euro-Scheine oder 10-Euro-Scheine drin, ja, wobei eine Einzelfahrt in der Stadt 2,30 Euro kostet. Ja. Also es gab auch Leute, die mal richtig Geld reingeworfen haben. Ja. Vielleicht auch für eine Tageskarte gedacht oder irgendwie. Jawohl, das merkt man, das hat man gemerkt und merkt man immer noch. Also es gibt einen Fahrgastschwund, ja. Es ist leider so, ja. Also die Leute haben Angst. Und ja, die Busse fahren fast leer rum, sag ich mal.